Hallo, Hallöle, willkommen zurück. Einem neuen Tag. You, him? The one everyone gags about doing big stuff around here? Here it is, Saint. My plans for the Jack. Oh, she'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look-see. Take a look-see. Cap's looking for you. It is what it is. And it's all pretty bad. I wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see the person. I'll take a look. But no promises. Ah, jetzt können wir das machen hier mit den Bauprojekten. Voraussetzung und Belohnungen. Okay. Davon haben wir ein Teil. Wir haben noch hier das Schrottcrew. Bau ein Team auf, das Schrott sammelt, während das Spiel ausgeschaltet ist, benötigt Online-Verbindung. Okay.
denn das hier? Ach, hier kann ich den Munitionsgürtel einfach mal aufrüsten. Das ist cool. Die Magnum Oso kostenlos auftanken lassen. Halten, um den Ulbrunnen zu bauen. Do you recall our three-legged companion? Okay. Jetzt wird er automatisch aufgetankt. Bau einen Madenbrutbereich, der Max Gesundheit kostenlos wiederherstellen kann. Okay. Ist das Bau einen kostenlosen Wasserspeicher? Dann können wir dann Wasser auffüllen. Aha. Und was ist das hier? Bau ein Team auf, das für Max Schrott auf allen vernichteten Fahrzeugen innerhalb des Hoheitsgebietes der Festung sammelt. Okay. Das mit der Munition finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist wahrscheinlich die Aufgabe, die der jetzt hat hier unten. Für uns. Mal kicken. Ach, hier ist auch noch irgendwas. Beschafft Chums, Bucky und den Hund, um gefahrlos Minenfelder und Landminen im Ödland ausfindig zu machen. Jawohl. Recall our companion, Saint. The Dinky D? Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Burnt to a crisp. No food for somebody. No, no. I think he made it out. Yeah? Ah, jetzt holen wir uns den Hund. That little one, huh? I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Kehre zu den Trümmern von Chums Versteck zurück und bring den Hund und den Buggy zu Jets Festung. Chums Buggy und der Hund werden der Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Okay. Ödelmissionen sind optionale Geschichten, die in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden können. Was ist denn das hier eigentlich? Teile den Dingsterbums mit ihm. Können wir uns da eigentlich hinporten? Aber wir können... Ach so. Da ist Schnellreise nicht möglich. Und hier auch nicht. Naja. Na gut. Dann fahren wir eben dorthin. Benutzt den Ballon an Ausgucken, um einen guten Überblick über das umgebende Gebiet zu erhalten. Steige im Ballon auf und nutze das Fernglas. Um wichtige Orte in der Umgebung zu erspähen und zu markieren. Sobald ein Ausguck verwendet wurde, kann Max mit Hilfe der Karte im gesamten Ödland eine Schnellreise dorthin ausführen. Okay, was ist denn das jetzt hier? Bedrohung. Scrooge hat diesen Teil des Ödlandes unter Kontrolle. Damit Max und Chum es schaffen können, den Magnum Opus zu bauen, muss erst die Bedrohung verringert werden. Senkt die Bedrohung in der Region, indem du Bedrohungsaktivitäten abschließt. Also Lager, Vogelscheuchen, Kolonnen, Sniper, Minenfelder. Haben wir einen großen Teil schon gemacht. Die Bedrohung der Hoheitsgebiete erreicht von Stufe 5 bis 0. 5 ist die höchste und 0 die niedrigste. Wenn du die Bedrohung senkst, schaltest du in der Werkstatt neue Verbesserungen frei. Okay. Alter, was geht denn jetzt ab? Lager. Ölpumpenlager zerstört die Ölpumpe. Ja, Stunk-Gum-Lager, beseitige Stunk-Gum-Legion. Top-Dog-Lager, besiege den Top-Dog. Wähle ein Lager auf der Karte, um dich über diese Art der Schwierigkeit, Haupt- und Nebenmission zu informieren. Geht's noch weiter? Nee. Benutze die Markierung auf der Karte, um definierte Ziele einzustellen. Ja, hier unten sind natürlich noch ein paar Sachen. Es sind noch zwei Öllager, noch ein Minenfeld und noch ein Scharfschütze. Wenn wir das noch alles weg haben. Aber jetzt geht die Schnellreise. Das ist doch mal nicht schlecht. Oh, Kaffee ist gut. Kaffee ist immer gut. Was will denn
der? Wo will denn der mit mir hin? Was will ich denn dort hinten? Finde die benötigte Karosserie. Nee, die will ich ja gar nicht. Ich will erstmal dorthin. Ich will den Hund holen. Weil der hat ja auch seinen Nutzen. Oh no, my eyes well up. My home, my chapel, my sanctum, my sacristy. All blown to smithereens by infidels. Non-recognizable bits of profane nothingness. There might still be something here. Ja, mal gucken, ob er da ist. My buggy! Doom Popper! She lives yet! Sturdier than it looks. Da ist der Hund. There you are. Good dog. Dinky D's alive! I knew he would survive! So. He's a survivor, that one! Hey. I'm taking it back to Jeet's fortress. Meet me there. Indeed, indeed, safe. Okay. Der Buggy, der hat sich ja damals. Was hieß damals? Das hört sich an. Hat sich das letzte Mal übelst beschissen. Und kann, wenn man diese entschärft, die Bedrohung in der Region verringern. Oh, Scheiße. Okay, der hat ein Minenfeld gefunden. Scheiße, der Typ, der ist hinter mir. Kann man sich nie mal verpissen? Ich will jetzt nie kämpfen. Ich muss den Hund mit dem Buggy vernünftig wegbringen. Also wenn der mir jetzt weiter hinterher fährt, knall ich ihn ab. Pech gehabt, mein Freund. Was fährt denn der mir die ganze Zeit hinterher? Ist der doof oder was? So. Sind wir ja gleich mit dem Hundi. In der Festung. Dann können wir wahrscheinlich endlich mal das Minenfeld hier unten beseitigen. So. Hund und Buggy-Bauprojekt kann erstellt werden. Okay. Damit diese Wilden fernbleiben. Okay. Chumps, Buggy und der Hund wurden freigeschalten und sind verfügbar, um Minenfelder und Landminen sicher im Insta-Bums zu finden. Ja. Ödland Nebenmission abgeschlossen. Dinky D. Ich habe Chumps Buggy und den Hund zu Jets Festung zurückgebracht. Ich denke, sie werden sich als nützlich erweisen. Jawohl. Und wie es weitergeht mit Mad Max und ob wir die Minen, also dieses Minenfeld entschärfen können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Mad Max. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.